und wir können jetzt damit quasi den Luftraum dominieren. Und wenn man mal genau hinhört, kann man sogar die Schallmauer durchbrechen. Und dann tschüss, ade, keine Chance mehr für die anderen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Real Life Mod. Und zwar haben wir uns ja in den letzten beiden Videos ein bisschen darum gekümmert, was wir alles jetzt so uns geholt haben und was wir so ausgegeben haben an Geld quasi für die schicke Villa, für unseren schicken AMG GTS. Aber wir müssen ja auch was dafür tun, ne? Und wir haben dafür eine ganz, ganz harte Arbeit natürlich uns ausgesucht. Nämlich müssen wir einen Jet fliegen, einen Kampfjet. Und ich kann jetzt schon sagen, wir werden den Topspeed probieren zu erreichen und es wird nicht ganz einfach werden. Ihr werdet es gleich herausfinden, aber zuallererst müssen wir mit dem AMG GTS mal schauen, was so geht. Denn ich will euch zeigen, warum ich mich überhaupt für ihn entschieden habe und nicht für die anderen Autos. Weil viele von euch wussten jetzt nicht genau, warum hat er den AMG GTS genommen. Also eigentlich hauptsächlich wegen dem Handling. Gut, wir müssen hier mal durch, ne? Und weil er eben sich so verdammt genial fahren lässt. Wir haben unten rechts die KMH-Anzeige, was ja eh schon extrem schnell ist. Aber jetzt kommt noch dazu, dass man halt bei extrem hohen Geschwindigkeiten einfach mal hier sowas machen kann. Oder sich denkt, oh nee, nach links, ah nee, doch, nach rechts müssen wir abbiegen bei 160. Einfach mal auf dem Flugfeld, geht schon. Und der geht eben extrem gut und schnell ab, wie man merkt. Also 270... knapp 280 auf so einem kurzen Rollfeld. Jetzt probieren wir mal aus, was er wirklich kann. So, mit ein bisschen Anlauf probieren wir es jetzt mal. 250, 260, 270, 280, 290, 294 in etwa. Ja, das geht doch. Also, geht voll klar, ehrlich gesagt. Und ich persönlich finde eben die Fahrperformance sehr cool. Jetzt wollen wir aber zu unserem Flieger kommen. Wir haben da keinen ganz speziellen Flieger, keinen ultra tollen oder super duper Flieger, sondern einfach nur hier so ein. Das müsste eine P996 Laser sein oder so, so heißt sie zumindest, glaube ich. Und nicht wundern, unser Frank sieht ein bisschen anders aus diesmal, aber auch nur, weil er Pilot ist und wir natürlich das brauchen, einfach nur wegen der hohen Geschwindigkeit, aber das werdet ihr ja gleich alles sehen. Und ich hätte gesagt, wir steigen mal direkt ein. So, auf geht's. Ich persönlich habe übrigens schon mal sowas wie Flugsimulator gespielt. Also Flight Simulator X, wenn es euch was sagt. Habe ich mal gespielt eine ganze Zeit lang. Und persönlich finde ich das voll cool. Besonders kann man das auch im Multiplayer spielen. Da gibt es viele Mods. Man muss es halt auch dann so realistisch wie möglich spielen. Da macht das Ganze halt auch mega viel Spaß. Wie zum Beispiel eben Taxi to Runway und so weiter mit einem Tower absprechen und dann eben auch bei den Geschwindigkeiten sagen, we won, rotate zum Abheben und so weiter. Also da gibt es halt sehr, sehr coole Möglichkeiten. So, ihr seht schon, das HUD ist leicht anders, ne? Wir haben links den Vertical Speed, wir haben die Roll, den Pitch, links dann auch noch den normalen Speed, also die Geschwindigkeit, die wir auch so in unsere Richtung eben absolvieren. Dann haben wir unten eben Engine On, Gear Down, die Höhe und oben Grad, die Gradzahl, wohin wir gucken. Und natürlich hier, wie man sehen kann, auch das, ja, die Nase, die uns vorne quasi anzeigt, wie viel Grad wir gerade steigen oder eben nicht. Ich hätte gesagt, wir heben einfach mal ab. So, bis jetzt scheint ja noch alles normal, ne? Wow! Okay, das war nicht geplant. Ja, okay. Ich weiß Bescheid. Okay, also das war wirklich nicht so geplant eigentlich. Aber hier in Fort Sincudo wollen die einen anscheinend abschießen, sobald man startet. Schon. Wow, okay. Oder auch bevor man startet. Also die zwei Optionen haben wir gerade. Gut, also anscheinend schon vor dem Start. Bedeutet, wir werden mal probieren, den ein bisschen zu entkommen. Und es sollte mit unserem Nachbrenner auch ganz gut gehen, wie man sieht. Wir fliegen nämlich schneller als jede Rakete, die uns erwischen könnte. Und wir können jetzt damit quasi den Luftraum dominieren. Und wenn man mal genau hinhört, kann man sogar die
die Schallmauer durchbrechen. Und dann, tschüss, ade, keine Chance mehr für die anderen. Also, und Wahnsinn, wie wendig der da noch ist. Es ist der Wahnsinn. Schaut mal, wie schnell wir fliegen. Boah, ey, das ist echt heftig. Da muss man sich halt übel konzentrieren. Und so wird einem auch leicht schwindelig, wenn man das macht. Aber gut, das machen wir jetzt auch nicht. 3600 km/h, 3700 km/h, 3800, 4000 km/h. Ja, passt, ne? Alter Schwede. Gut, wir bremsen mal wieder ein bisschen. Damit sind wir sogar schneller als die Raketen. Wenn ich euch das mal schnell an einem Beispiel demonstrieren dürfte. So, wir sind wieder durch die Schallmauer. Hier haben wir zum Beispiel einen Passagierjet. Wenn wir den jetzt mal anvisieren und abschießen wollen, und wir fliegen jetzt ja deutlich langsamer als gerade eben, dann lassen wir die Rakete einfach hinter uns. Es ist so lustig. Ah, ich finde es genial. Gut, jetzt ist einfach mal der Motor ausgegangen. Für kurze Zeit. Und da ist was abgebrochen. Ich glaube, das Flugzeug wird nicht mehr lange rumfliegen. Auf jeden Fall ist es extrem lustig. Und der Mod, den wir hier installiert haben, nennt sich Supersonic. Damit können wir halt wirklich die Schallmauer durchbrechen. Wenn man mal nochmal auf den Speed schaut links. Jetzt ist der Nachbrenner an. Und jetzt wird es deutlich schneller hier. Bei 1200 in etwa durchbrechen wir die Schallmauer. Genau, 1230 oder so. Und dann sind wir Überschallgeschwindigkeit. Boah. Und ja, wie man merkt, geht es dann auch noch etwas schneller, wenn man möchte. Ey, das ist echt heftig. Boah. Wow. Oh. Das war ein Unfall, der hätte so nicht passieren sollen. Ups. Genial, nicht mal ein Fallschirm dabei. Oh, schön. Da sucht wer nach uns. Oh, jetzt nicht mehr. Ja, wir sind nämlich jetzt gerade im Flieger und fliegen ein bisschen Manöver. Und so komische Helikopter haben sich dazu entschlossen, uns zu suchen. Gut, jetzt nicht mehr. Alles klar, dann wollen wir ihnen verzeihen. Und jetzt wollen wir mal herausfinden, wie schnell kann das Flugzeug überhaupt fliegen jetzt. Das ist nämlich die Frage der Fragen. Ich hätte gesagt, wir geben einfach mal Vollgas. Jetzt gleich müsste der Nachbrenner einsetzen. Genau, jetzt hört man ihn. Setzt er ein und jetzt beschleunigen wir halt extrem schnell. Wenn man sich das mal anschaut. Also, ja, Schallmauer durchbrochen. Schauen wir mal. Boah, da kommt die Kamera nicht mehr mit hinterher. Aber wir müssen immer ein bisschen Kurve fliegen. Ansonsten sind wir zu weit von San Andreas weg und dann ja, ist Ende im Gelände. Das ist ein bisschen das Problem. 2800, 3000 km/h. Boah, das ist der Wahnsinn. Boah. 3700. Alter Schwede. 4100, 4200. Was? Wie schnell denn noch? 4700. Boah, war das knapp. Eieiei. Leicht gefährlich. Fliegen wir doch einfach mal hoch, oder? 5100 ist ungefähr die Höchstgeschwindigkeit. 5120, dann beschleunigt er nicht mehr. Was? Wo sind wir? Ich sehe nichts mehr. Hallo? Oh, da. Was? So schaut es also über den Wolken aus. Einfach nur wie eine Kugel. Was? Und jetzt sind wir auseinandergebrochen. Das passiert, wenn man über die Map-Grenze von San Andreas fliegt. Oder geht. Wir haben wieder keinen Fallschirm. Das ist ja peinlich, ey. Meine Güte. Gut, dann brauchen wir ein neues Flugzeug. Machen wir am besten ein bisschen schnell. Irgendwie hilft es uns nichts. Oh. Das ist so peinlich. Das wird jetzt ein bisschen so gehen, hä? Ja, also sieht man mal, die Welt in San Andreas, zumindest in GTA 5, ist rund. Immerhin etwas. Also, hätte ich nicht gedacht. Ich war noch nie so weit oben. Aber das ist auch über dem Limit, das anscheinend hier geht. Aber so fliegen wir jetzt noch eine ganze Weile. Oh, jetzt kommen wir dem Wasser schon näher.
Ich bin ja gespannt, ob das überhaupt Wasser ist. Ist es überhaupt Wasser da? Oder ist es einfach dann eine Endlosschleife im Fallen? Ich glaube, das ist eine Endlosschleife im Fallen, ne? Ich bin mir nicht sicher, weil wir halt extrem hoch geflogen sind. Aber es sieht schon so aus, als ob wir dem Boden näher kommen. Es ist so genial. Das kann ich den ganzen Tag zuschauen. Für den Kollegen müsste das halt äußerst unschön sein, aus so einer Höhe dann auf dem Wasser aufzuschlagen. Aber doch, es schaut aus wie Wasser, ne? Es bewegt sich. Ja doch. Es ist Wasser. Es dauert nur ein Weilchen, bis man da unten ist. So macht Fliegen auch Spaß. Also 5120 ist der offizielle Speed-Rekord, den wir quasi jetzt damit aufgestellt haben. Wow. Klatsch. Aua. Ja. Und? Hier ist Wasser. Definitiv. Nur, bis uns hier jemand finden wird, vergehen wahrscheinlich Jahrzehnte oder Jahrtausende, je nachdem. Ja. Und so können wir jetzt unendlich lang weiter schwimmen. Ja, Leute. Ich hätte gesagt, wir schauen mal im nächsten Video, was es noch so alles gibt. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben und ob ihr schon mal so einen Mod gespielt habt und was da euer Speed-Rekord so war mit dem schicken Mod. Ich habe euch die Mods in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt sie gerne ausprobieren, wenn ihr wollt. Ich empfehle sie dringend. Macht extrem viel Spaß und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.